Ekaterina Leonova ist dieses Jahr eine der beliebtesten Let's Dance-Figuren. Schön und talentiert, tritt in vielen beliebten Shows auf. Über kaum ein anderes Liebesleben wird so oft gemunkelt wie über Ekaterina. Und der Mann, dessen Name häufig genannt wird, ist Timon Krause. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Teilnahme an Let's Dance im Jahr 2023. Seitdem heißt es in der Presse, die beiden seien näher als nur Freunde. Auch nach Ende der Show schürten Fanlieblinge und Psychologen die Gerüchte weiter. Der Grund sind die auf Instagram geteilten Fotos und Reisen. Auf Instagram teilte sie nun ein Foto mit Timon Krause und sprach über ihren Beziehungsstatus. Ekat lobte Timon. Laut Ekaterina ist Timon Krause ihre Nummer 1. Dabei geht es nicht um Liebe, sondern um Partner auf der Tanzfläche. Dies war durchaus überraschend, da sie selbst nicht mit Krause auf dem Siegertreppchen erschien. Mittlerweile gewann sie mit Jill Ofarim, Ingolf Lück und Pascal Hens. Denn Timon lernt Choreografie am schnellsten, schwärmte Ekat, nachdem ein Fan genau das von ihr wissen wollte. Während ihrer gemeinsamen Trainingszeit teilte sie auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Um zu verhindern, dass Gerüchte aufkommen oder die Fans mehr Hoffnung haben, dass die beiden ein Paar werden, beantwortete der Let's Dance-Star gleichzeitig die Frage nach seinem Co-Star an seiner Seite. Zu ihrem Beziehungsstatus sagte Ekaterina Leonova, wenn ich einen Freund hätte, würde ich die Feiertage mit ihm genießen. Und wie Sie sehen, ja, ich sehe auch niemanden. Die professionelle Tänzerin postete dies mit mehreren. Video, đừng quên like và đăng ký kênh để mình có những động lực sang những video mới hay hơn. Xin chân thành cảm ơn.